Hallo, heute wollen wir mal was Neues versuchen. Das heißt, so neu ist es gar nicht. Habe ich schon mal gemacht, aber kein Video drüber gedreht. Und zwar versuchen wir es heute mal mit Magnetangeln. Wir sind heute hier an einem schönen großen Weiher, den es auch schon ziemlich lange gibt. Herrliches Wetter heute. Ach ja, an dieser Stelle möchte ich noch jemand grüßen und deren Kanal empfehlen. Es gibt da nämlich einen ganz super YouTube-Kanal, wo es auch ums Thema Magnetangeln geht. Der nennt sich Magnetabenteuer. Das Ganze kommt aus Bayern und lohnt sich echt, das mal zu besuchen. Schaut einfach mal in meiner Liste nach oder geht einfach direkt auf Magnetabenteuer und schaut euch mal die Videos an. Lohnt sich. Ja, und ich lasse ganz liebe Grüße da an die Kathi von Magnetabenteuer. Ja, und an den Bayern-Sondler. Könnt ihr auch mal besuchen. Auch ein toller Kanal. Schön langsam. Ist ja noch nichts. Der Magnet ist auch ziemlich klein. Aber soll ja nur mal ein Versuch sein. Schon wieder nichts. Da tummeln sich jede Menge Fische um den Magneten. Da war einer. Die denken, das wäre Futter. So, hier liegt was im Wasser. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Schauen wir jetzt mal, was das ist. So, hier haben wir es. Sah von oben aus wie eine Münze. Ist aber nur ein Kronkorken. Schade. So, was ist diesmal dran? Nichts.
Wir haben einen schönen Wald. Aber nicht mehr. Aber dafür liegt hier schon jede Menge Müll. So, jetzt sind wir an einer anderen Stelle. Mal schauen, ob jetzt was dran ist. Scheint ein sehr sauberes Gewässer zu sein. Bisher nämlich gar nichts, nicht mal Schrott. Was dranhängen. Sei alles gespannt. Ich auch. Jetzt sind wieder jede Menge Fische. Ja? Nee, ich sehe Magneten. Scheint nichts dran zu sein. Der hängt nur an der Wurzel. Da ist er. Hin ist er. Ich glaube, das Einzige, was hier drin liegt, sind leere Flaschen. Da oben liegt auch wieder eine. Das war nix. Ich hatte einige Widerstände beim Rausziehen, also scheint doch einiges aus Metall hier drin zu liegen, aber der kleine Magnet ist einfach zu schwach. Er hat nur 25 Kilo Zugkraft. Da ist fast unmöglich, was rauszuholen. Da gar nicht unten, langsam. Okay. Die war schon der erste Spaziergänger hier. Hat aber nur ein bisschen verwundert geguckt. Jetzt scheint wieder was dran zu sein. So, die Ausbeute von einer Stunde bisher. Ein Haken, die Klemme und ein Kronkorken. Ah, Wahnsinn. So, das war jetzt der letzte Wurf. Jetzt hängt immer wieder was dran, aber die Zugkraft ist zu schwach, geht wieder ab.